Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Die nächste Frage, die ich dem Scheich stellen möchte, nachdem wir verstanden haben, welche die Vorzüglichkeiten des Fastens allgemein sind, ist die Frage, Scheich, was sind denn die Vorzüge des Fastens im Monat Ramadan? Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du. Liebe Geschwister, ohne Zweifel, das Monat Ramadan und in dem Monat Ramadan zu fasten, hat sehr, sehr viele Vorzüglichkeiten. Das erste Vorzüglichkeit ist, dass der Koran und Karim ist am 21. Ramadan im Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam offenbart. Und wenn wir diese Datum schauen, kommt das so, Subhanallah, wie in diesem Jahr, im August 620 ist das, nach christlichem Datum. Und Allah erwähnt diese Geschehnis im Koran und Karim in Surat al-Baqarah 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sagt er, das Monat Ramadan, wo drinnen der Koran offenbart worden ist. Und der Koran ist ein Huda, eine Rechtleitung für die Leute, eine klare Erklärung und eine klare Unterschied. Das heißt, man unterscheidet sich durch Koran und Karim mit der Falschen und mit der Wahrheit, kann man das dort finden. Und das zweite Angelegenheit, Vorzüglichkeit ist, das Fasten im Monat Ramadan ist ohne Zweifel, man erfüllt die Säule des Islams, sagt a.s. Buniyal Islamu ala khamsin, dass der Islam wurde auf fünf Säulen aufgebaut. Und einer der Säulen ist das Fasten im Monat Ramadan. Deswegen, man erfüllt den Islam, indem man das Monat Ramadan fastet. Eine dritte Vorzüglichkeit ist, dass das Erreichen des Gottesfürchtigkeit. Durch das Fasten von Ramadan kann man das Gottesfürchtigkeit erreichen. Und Gottesfürchtigkeit ist allgemeine Taten, ein allgemeines Begriff, was Allah uns angeordnet hat, was er liebt und was er von diesen Taten zufrieden sein wird, sagt Allah im Surat al-Baqarah 183: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Gläubigen, auf euch ist das Fasten zugeschrieben worden, Pflicht gemacht worden, wie vor euch zu den anderen Völkern, die vor euch gelebt haben. Warum? La'allakum tattaqun, damit ihr gottesfürchtiger wird. Das heißt, durch diese Angelegenheit erreicht man, wie heißt das, den Gottesfürchtigkeit. Eine andere Sache, Vorzüglichkeit ist, dass im Monat Ramadan die Sünden werden vergeben. Es wird überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, der von Gesandtem sallallahu alaihi wasallam überliefert, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: As-salawatu al-khamsu wal-jum'atu ila al-jum'a wal-ramadan ila al-ramadan mukaffiratun lima baynahuma. Und sagt alayhi salatu wassalam, das fünfmalige Gebet und das Freitagsgebet bis zum nächsten Freitagsgebet und das Ramadan bis zum nächsten Ramadan ist mukaffiratun. Das heißt, ist ein Grund, dass die Sünden getilgt werden. Das heißt, dass bis zum nächsten Ramadan, was der Mensch von kleinen Sünden gemacht hat, wird in diesem Monat, durch das Ankommen der nächsten Monat Ramadan, wird das dann ihm vergeben. Und das ist gewaltige Sache. Und dann auch eine andere Vorzüglichkeit ist, dass dieser Monat Ramadan ist das Monat des Geduldes. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla in Surat al-Zumar, Vers Nummer 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab, wahrlich, die Geduldigen werden eine unbegrenzte Belohnung bekommen. Das heißt, Allah wird die Geduldigen belohnen ohne eine Begrenzung der Menge. Das heißt, sie werden unbegrenzt belohnt. Und das finden wir in Ramadan am meisten, diese Geduld. Warum? Weil man lässt das Essen und das Trinken weg und die Gelüste mit der Ehefrau, das Geschlechtsverkehr, all die anderen Dinge, was Allah Azza wa Jalla verboten hat im Ramadan, lässt man und ist dafür geduldig für Allah Azza wa Jalla. Und deshalb wird Allah Azza wa Jalla die Menschen für ihre Geduld belohnen. Und das meiste Geduld finden wir wo? Im Monat Ramadan. Und dann natürlich gibt es auch Nutzen
als wie heißt das, als eine gesamte Nation der Muslime. Die Muslime fasten alle zusammen, fangen zusammen an und wir essen zusammen und wir fasten zusammen, wir brechen zusammen. Das heißt, das zeigt, dass die Muslime ein Körper sind. Egal, ob sie im Westen oder im Osten leben, im Norden oder im Süden leben, egal in welchem Land, egal welche Sprache sie sprechen, sie sind ein Körper. Auch wenn unter ihnen Grenzen aufgebaut worden sind, in Wahrheit, die Muslime sind ein Körper. Warum? Weil sie fühlen, wie heißt das, die Schönheit des Fasten und die Gaben Allah Azzawajal und fühlen mit, was die anderen Brüdern, die nicht das ganze Jahr die Möglichkeit haben zu essen und zu trinken, fühlen sie das mit. Vielleicht kann jemand sagen, ah, ich habe aber letztes Jahr gefastet, das schon gefühlt. Nein, dieses Gefühl sollst du jedes Jahr bekommen. Jedes Jahr soll der Muslim sich erinnern. Deswegen beten wir auch ständig. Es wird nicht nur einmal gebetet. Der Mensch wird Mensch genannt. El-Insan wird Insan genannt, Mensch genannt, weil er schnell vergesslich ist. Und weil er schnell vergisst, die Hunger und die Armut und die Schwächeren und die Leute, die nicht die Möglichkeit haben zu essen, soll er jedes Jahr in Ramadan an diese Sache erinnert werden. Dann wieder, liebe Geschwister, was sehr, sehr wichtig ist, und das müssen wir wirklich verinnerlichen, dass über das Monat Ramadan sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Atakum Shahrun Ramadan, Shahrun Mubarakun. Euch ist das Monat gekommen, ein Monat, was mit voller Baraka, mit voller Segen vorhanden ist. Faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu. Und Allah azza wa jalla hat diesen Monat auf euch Pflicht gemacht. Tuftah fihi abwab as-sama. Dort werden die Toren des Himmels aufgemacht. Das heißt, die 8 Toren des Paradieses werden bis Ende aufgemacht. Und was noch? Und die Toren, die 7 Tore von Jahannam, werden zugemacht. Und dann die Satane, die Dämonen, werden an die Ketten verlegt. Und in diesem Monat gibt es eine Nacht, das besser ist als 1000 Monate. Und wer an diesem Monat vernachlässigt ist, dass es ihm ausgewiesen worden ist, dass er diese Chaie, das Gute, nicht erreicht hat, so ist das ganze Gute von ihm eigentlich weggenommen worden, wie es bei Musnad Imam Ahmed überliefert ist. Das heißt, liebe Geschwister, so wissen wir, dass durch das Monat Ramadan die Tore Allahs eröffnet werden. Das heißt, dein Eintritt ins Paradies ist einfacher geworden. Und von Jahannam hineinzufallen ist schwerer geworden. Warum? Weil die Tore sind zugemacht worden. Und dein Feind und der Satan, Iblis, ist in Ketten. Das heißt, du kannst noch leichter jetzt zu Allah Azzawajalla Anbetung machen, ohne größeren Einflüsterungen. Und mit besserer Konzentration und Demut. So finden wir, dass in diesem Monat Ramadan das Laylatul Qadr vorhanden ist. Das Nacht, wo die Belohnung wie das ganze Leben, als ob man das ganze Leben Anbetung zu Allah gemacht hat, belohnt wird. Das heißt, wie 83 Jahre lang, dass du hast gebetet und gefastet und Ibadah gemacht, so viel kriegt man Belohnung. Das Laylatul Qadr ist besser als 1000 Monate. Und vergisst das, und das ist in diesem Monat Ramadan. Wallahu ta'ala alam, und Allah azza wa jalla weiß es am besten. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.